Ebenso einfach wie genial. Um leerstehende Häuser vor dem Verfall zu bewahren, gibt man sie Vereinen oder Studenten, die dann selbst Hand anlegen und renovieren, aber keine Miete, sondern nur Betriebskosten zahlen müssen. Clevere Menschen in Leipzig haben mit den sogenannten Wächterhäusern angefangen und bundesweit Städte zum Nachahmen animiert, zum Beispiel Halle. Ein Haus muss leben, sonst verfällt es. Retter in der Not für dieses Eckgebäude in Halle, mehrere Studenten und Künstler. Sie haben das erste Wächterhaus der Stadt gegründet, mit Werkstätten und einer Galerie. Wohnen dürfen sie hier nicht, doch sie haben viel Fläche und das für wenig Geld. Ja, die große Frage ist, wo geht man hin, wo kann man eine Werkstatt günstig halt irgendwie aufmachen? Und da ist halt das Wächterhaus genau richtig für mich, weil ich hier nur die Betriebskosten zahlen muss. Vor gut einem Jahr sah es hier noch ganz anders aus. Die Hauswächter mussten vor ihrem Einzug kräftig Hand anlegen, denn noch nicht einmal einen Ofen gab es. Die Künstler haben das Haus einigermaßen in Schuss gebracht. Das hat sie viel Arbeit gekostet, denn sogar die Decken waren durchgebrochen. Wir mussten eben teilweise das Dach wieder instand setzen. Die Wasserleitung musste erneuert werden, Elektroleitungen sind instand gesetzt worden. 5 Jahre dürfen die kreativen Hallenser das Haus nutzen mit Einverständnis des Eigentümers. Für den Erhalt der Bausubstanz gibt es Fördermittel. Ihre Wurzeln hat die Idee in Leipzig, wo es schon 12 Wächterhäuser gibt. Beim Verein Haushalten erkundigen sich immer mehr Städte nach dem Konzept. Erfurt gehört dazu, mit Gera hatten wir Gespräche, Dresden auf jeden Fall. Also man kann fast die ganze Bandbreite und nicht nur eben in ostdeutsche Städte, die auf uns zukommen, sondern es gibt jetzt auch Kontakte nach Westdeutschland. In Halle warten noch etliche Häuser auf ihre Wächter. Und so plant der Verein zum Beispiel, diesem Altbau neues Leben einzuhauchen, um ein Stück Gründerzeit vor dem endgültigen Verfall zu retten. Es gibt bestimmte Dinge, die Mann und Frau immer wieder entzogen.